Heute liegt was in der Luft. Ein Hörspiel von Jürgen Runau. Regie Friedhelm Ortmann. Heute liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Luft, Schwester. Aber. Ich will keine Luft, Schwester. Aber warum denn nicht? Ist doch genug da. Luft, Doktor. Doktor. Der Mann hat schweres Asthma, Schwester. Sofort unter Sauerstoffzelt. Die sind alle belegt, Herr Doktor. Wieso alle belegt? Keine Luft. Luft, Luft. Das ist doch ein ganz normaler Tag. Wieso kriegen die alle keine Luft? Na, ich weiß ja nicht. Was ist denn los heute? Heute liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Diese Sondersitzung, meine Dame und Herren Minister, hat nur ein Thema, die Luft. Der Minister für Umweltfragen, bitte. Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren Minister, Sie wissen aus der Presse, dass es in den letzten Tagen vermehrt zu Kreislaufversagen kam, besonders bei älteren Mitbürgern und bei Kranken. Die Ursache ist jetzt bekannt. Der Sauerstoffgehalt der Luft geht zurück. Woran liegt das? Das wissen wir noch nicht. Aha. Aber es ist sicher feststellbar. Wir sind dabei, alle Möglichkeiten zu prüfen. Abgase der Industrie? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich? Wahrscheinlich deshalb nicht, weil sich dieser Rückgang des Sauerstoffgehalts nicht auf industrielle Ballungsgebiete beschränkt. Sondern? Auf dem Lande geht er genauso zurück. Was sagen die Wissenschaftler? Sie sind ratlos. Ratlos? Na, jedenfalls im Augenblick noch. Was passiert, wenn der Sauerstoffgehalt weiter zurückgeht? Ich sehe im Augenblick keinen Grund, die Vorfälle zu dramatisieren. Wie wollen Sie die Öffentlichkeit informieren? Wir müssen erst die Ursache kennen, dann können wir informieren. Und bis dahin wird weiter gestorben. An Kreislaufversagen. Aber liebe Kollegin... Kann man Sauerstoff industriell herstellen? Nein. Aha. Aber es gibt auch Sauerstoffgeräte für Taucher, Sauerstoffzelte in Krankenhäusern und so weiter. Dieser Sauerstoff wird aus der Luft gewonnen. Wasser enthält auch Sauerstoff. Ja, aber in so geringen Mengen, dass sich eine Ausbeutung nicht lohnt. Außerdem wäre das Wasser hinterher tot, biologisch tot. Gibt es eine Möglichkeit, Sauerstoff einzusparen? Kaum. Man könnte Sportveranstaltungen absagen. Sehr richtig. Sportler verbrauchen mehr Sauerstoff als andere. Wir wollen das nicht reglementieren. Jedenfalls jetzt noch nicht. Weder jetzt noch später. Was heißt das? Es ist mit liberaler Politik nicht vereinbar, die Luft zu rationieren. Und wenn sie immer knapper wird, soll dann gelten, dass der am meisten bekommt, der am besten danach schnappen kann? Wir können doch nicht überwachen, ob jemand schnell oder langsam, tief oder flach atmet. Aber wie geht es weiter, verdammt nochmal? Gibt es wenigstens einen Krisenplan? Es kann keinen Krisenplan geben für den Fall, dass der Himmel einstürzt. Das gilt ebenso für den Fall, dass uns die Luft ausgeht. Dann gute Nacht, Marie. Ich sehe keinen Anlass, die Nerven zu verlieren. Nach den Ursachen des Sauerstoffrückgangs wird geforscht. Ich habe Vertrauen in unsere Wissenschaftler, dass sie die Ursache finden und beseitigen. Bis dahin einigen wir uns auf die Aussage atmosphärische Störungen, falls einer von Ihnen doch in der Öffentlichkeit Auskunft geben müsste. Ich danke Ihnen. Heute liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Es muss an der Luft liegen, Herr Doktor. Also was soll denn mit der Luft sein, Schwester, Ihrer Meinung nach? Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß nur, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir hatten noch nie so viele Todesfälle in so kurzer Zeit. Und alles Patienten mit Erkrankung der Atemwege. Das Ministerium für Umweltfragen kontrolliert regelmäßig die Luft. So. Gehalt an Kohlenmonoxid, Sauerstoff und so weiter und so weiter. Ich habe dort angerufen. Es gibt keine Veränderung der Werte, die zu Besorgnis Anlass gibt. Na, ich weiß ja nicht. Ja, ist so komisch, so müde, ich ahne und vermute, heute was in der Luft. Gibt es nicht eine Spur? Ja. Ja? Ja. Na, endlich. Leider nur eine Spur, keine Erklärung der Ursache. Immerhin eine Spur. Sie wissen, dass alle Pflanzen aus der Luft Kohlendioxid aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln. Ja. Den Sauerstoff geben sie wieder ab. Ja. Einige haben diese Umwandlung eingestellt. Einige? Sie liefern keinen Sauerstoff mehr. Welche? Die Bäume. Was sagt die Wissenschaft, Professor Jörgensen? Unsere bisherigen Untersuchungen haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Bäume aufgrund von Umweltschäden die Produktion von Sauerstoff eingestellt haben. Die Industrie ist also endlich mal nicht schuld. Nein, jedenfalls nicht direkt. Streusalz und Autoabgase scheiden ebenfalls aus. Dann kann es also nur
eine natürliche Ursache geben. Ja, und die ist nicht feststellbar, jedenfalls nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft. Mit welchen dann? Ja, vielleicht mit denen der Theologie oder der Metaphysik. Mit anderen Worten, Sie wissen nicht weiter. Ja, wir stehen vor einem Rätsel. Aber Sie haben eine Theorie, Herr Professor, nicht wahr? Ja, eine Theorie habe ich, wenn auch eine absurde. Bitte. Absurde Theorien haben gelegentlich den Vorzug, amüsant zu sein. Wenn ich es mit Menschen zu tun hätte und nicht mit Bäumen, würde ich sagen, das, was sich abspielt, ist ein Streik. Bäume, die streiken? Gründe gäbe es genug. Das Sterben der Bäume in den Städten. Durch Abgase, Asphalt, Streusalz. Das Sterben auf dem Lande für neue Häuser und neue Straßen. So absurd es klingen mag, dass sich Bäume zu einem Streik solidarisieren, genau das ist geschehen. Streik? Ja. Hoffentlich nur ein Warnstreik. Ich befürchte, er ist unbefristet. Da wir die Bedingungen nicht kennen, zu denen die Bäume ihren Streik beenden würden, können wir nichts tun, Herr Ministerpräsident. Doch. Ja? Wir können etwas tun. Was, bitte? Wenn wir die absurde Theorie akzeptieren, dass es sich um einen Streik handelt, sollten wir erraten, was die Bäume veranlassen könnte, den Streik zu beenden. Und was erraten Sie? Wir sollten die Bäume besser behandeln. Kein Salz streuen, das ihren Organismus vergiftet. Keine Asphaltstraßen bauen, wo ihre Wurzeln Wasser sammeln. Kein... Danke, Professor, danke vielmals. Ihre Erklärung war nicht hilfreich, aber immerhin interessant. Streik. Ich konnte weinen und lachen und Leute unsinn machen. Heute was in der Luft. Na, was hat unser Mini-Präsi zu meiner Streiktheorie gesagt? Mein Herr Sohn, der Herr Ministerpräsident war höflich genug, nicht zu lachen. Typisch. Was hast du denn erwartet? Dass er nachdenkt, habe ich erwartet. Mein lieber Peter, der Mann denkt nicht nach. Der Mann denkt immer nur voraus. Dass er sich das nicht vorstellen kann. Bäume, die streiken. Die endlich anfangen, sich zu wehren, so wie man sie behandelt. Das kann er nicht, sich das vorstellen. Tja, der große Macher. Kennt immer nur seine Akten und denkt logisch, immer nur logisch. Aber wir werden es ihm zeigen. Wir? Ja, wir beide. Wie? Ich brauche dich, Pa. Ohne dich schaffe ich es nicht. Was hast du vor? Ja, du, die Sache muss an die Öffentlichkeit. Und wie? Du hast doch schon einige Male in Radio und Fernsehen gesprochen. Du vergisst, dass ich Beamter bin. Du bist der Einzige von uns, der diesen Draht hat. Von uns? Ja, anders kommen wir da nicht dran. Ist dir klar, was das für mich für Folgen haben kann? Glaubst du an meine Theorie oder glaubst du nicht? Wenn du sie nicht glaubst, vergiss es. Also, ja oder nein? Also ja. Wir können hier nichts mehr für Sie tun. Es ist deshalb besser, Sie gehen wieder nach Hause. Aber, Herr Doktor, meinen Sie nicht... Keine Angst, die Sauerstoffflasche geben wir Ihnen mit. Und immer, wenn Ihnen die Puste ausgeht, nehmen Sie einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Danke, Schwester. Herr Doktor... Und nicht vergessen, die Flasche nachzufüllen, wenn die Manometeranzeige auf das rote Feld zugeht. Dann ist es soweit. Geht es denn überhaupt nicht mehr ohne? Im Augenblick noch nicht. Aber das wird schon wieder, da bin ich ganz sicher, Schwester. Na, ich weiß ja nicht. Heut liegt was in der Luft. Meine Herren, ich habe Sie heute aus einem wichtigen Grund zu mir gebeten. Verzeihen Sie bitte die kurzfristige Einladung. Ja. Aber die Sache, um die es geht, duldet keinen Aufschub. Wir müssen heute über Dinge sprechen, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß. Und vorerst auch nichts erfahren darf. Ich bitte Sie deshalb, alles, was Sie heute von mir hören, streng vertraulich zu behandeln. Sie können sich selbstverständlich auf uns verlassen, Herr Ministerpräsident. Wie in früheren Fällen auch. Danke. Es geht um eine lebenswichtige Frage, auf die ich Ihre Antwort hören möchte. Sie repräsentieren die größten und wichtigsten Industrieunternehmen und Banken unseres Landes. Wir stehen gemeinsam vor der größten Herausforderung, die es bisher für dieses unser Land gegeben hat. Was? Von Kriegen einmal abgesehen. Will uns jemand den Ölhahn abdrehen? Nein. Die Luft wird knapp.
Die Luft? Oh nein. Oh ja. Seit Tagen stellen wir einen Rückgang des Sauerstoffanteils der Luft fest. Ursache für diesen Rückgang sind die Bäume. Die Bäume? Ja, sie produzieren keinen Sauerstoff mehr. Und warum nicht? Der Grund konnte bisher nicht ermittelt werden. Er ist auch zweitrangig. Wesentlich ist die Tatsache, dass es so ist. Mit dieser Tatsache müssen wir uns befassen. Darum eine Frage an Sie. Ist die Industrie in der Lage, bei der Lösung dieses Problems mitzuwirken? Die Industrie ist dazu sicher bereit. Selbstverständlich. Es geht nicht um die Bereitschaft, es geht um die konkrete Lösung. Um Ihnen das Problem zu verdeutlichen, ziehe ich einen zugegebenermaßen hinkenden Vergleich. Stellen Sie sich vor, der Mensch wäre ein Auto, das ohne Sauerstoff nicht fährt. Dieses Problem muss gelöst werden. An die Arbeit. Ich möchte sofort wissen. Punkt 1. Auf welche Stückzahl lässt sich die Produktion von Stahlflaschen im Drei-Schichten-Betrieb steigern? Punkt 1. Ob die Seekontainer unserer Reederei luftdicht verschweißt werden können? Wenn ja, in welcher Zeit? Es kommen mit Vorrang 40-Fuß-Container in Frage. Punkt 2. Welche Investition ist erforderlich, die Produktion zu verzehnfachen? Punkt 2. Wie viel Kubikmeter Luft kann jeder Container aufnehmen? Luft, die unter Druck in die Container gepumpt wird. Punkt 3. Wie lange würde es dauern, bis wir die zehnfache Kapazität erreicht haben? Antwort auf diese Fragen brauche ich innerhalb 24 Stunden. Herr Ministerpräsident? Ja? Es gibt leider nichts Neues. Nichts Neues? Nichts Neues. Ja. Also wenn es nichts Neues gibt, dann werde ich die Erklärung über Radio und Fernsehen wohl abgeben müssen. Ja, ich glaube, es ist höchste Zeit. Es gibt bereits eine gewisse Unruhe. Wir können, Herr Ministerpräsident. Ja, bitteschön. Achtung bitte, Kamera ab, Ton ab. Erklärung des Ministerpräsidenten, die erste. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Sie alle wissen aus eigener Erfahrung, dass der Sauerstoffgehalt der Luft in unserem Land zurückgegangen ist. Das äußert sich darin, dass wir alle schneller atmen als noch vor wenigen Wochen und dass wir öfter eine Verschnaufpause einlegen müssen. Dieser Rückgang des Sauerstoffanteils der Luft wurde dadurch verursacht, dass die Bäume die Produktion von Sauerstoff eingestellt haben. Sie wissen sicher noch aus der Schule, dass die Bäume über die Blätter Kohlendioxid aufnehmen und in einem komplizierten Prozess in Sauerstoff umwandeln. Die Ursache für diese Einstellung der Sauerstoffproduktion konnte bisher nicht ermittelt werden. Es wird weiter danach geforscht. Trotz dieser Entwicklung gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Unsere Industrie wird auch diese Krise in bewährter Weise meistern. Ja, sie ist in der Lage, den Markt kurzfristig mit tragbaren Sauerstoffflaschen zu beliefern. Gleichzeitig ist ein Importprogramm reiner, sauerstoffhaltiger Luft angelaufen. Eine Utopie. Was heißt das denn? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Was heißt das? Dass wir uns alle wie Taucher bewegen müssen, mit Sauerstoffflaschen auf dem Rücken? Ja, das heißt es. Ist das die Zukunft? Ich fürchte ja, die industrielle Zukunft. Wir werden bald leben wie Fische auf dem Trockenen. Ich sage dir, wir müssen etwas tun. Und was bitte? Wir müssen alles tun, um diesen Streik zu beenden. Wir, verstehst du? Nicht die da oben. Wir selbst. Wir. Und deshalb werde ich meine gesamte Schule aufrufen, mit mir eine Aktion zu gründen. Sie soll heißen, umarmt die Bäume. Umarmt die Bäume? Ja. Machst du mit? Tja. Na? Umarmt die Bäume. Naja. Haben Sie heute schon geatmet? Sicherlich. Sonst würden Sie jetzt nicht Radio hören. Aber welche Luft haben Sie geatmet? Die Luft der Seychellen? Die reine mit dem Geruch von Meer und Palmen? Tanken Sie Seychellenluft. Ihr Luftwart um die Ecke hält Sie für Sie bereit. Wie hat die Bevölkerung die Sache aufgenommen? Gelassen. Gelassen? Eigentlich sehr gelassen. Die Presse? Sachlich. Sachlich? Eigentlich sehr sachlich. Keine Panik,
keine schönen Kommentare. Wie sollte sie auch? Gegen Naturereignisse lässt sich schlecht polemisieren. Auch die Opposition hält sich zurück. Das war von Anfang an zu erwarten. Die Luft ist nun mal kein Posten der Leistungsbilanz. Und die wird sich verbessern. Ja, wir werden stolze Zahlen haben. Es wird gar nicht mehr lange dauern. Ja. Das ist neu. Das Sauerstoff-Kompakt-Set SK3 für die ganze Familie. Verstellbare Tragegurte, formschöne Designs in den leuchtenden Farben des Frühlings. Jetzt in allen Kaufhäusern und an allen Lufttankstellen. Zum ersten Mal seit Jahren haben die Gewerkschaften keinen Grund, sich zu beklagen, Herr Ministerpräsident. Ja, ich glaube, wir können alle zufrieden sein. Die Stahlindustrie allein hat 300.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. 300.000! Den größten Teil davon für die Produktion von Sauerstoffflaschen. Plus 50.000 für die Herstellung von Gascontainern zum Lufttransport. Die Werften sind für 3 Jahre voll beschäftigt mit dem Bau von Superlufttankern. Macht noch einmal die Sicherung von mindestens 100.000 Arbeitsplätzen. Nicht mitgerechnet, was da alles noch dran hängt. Es ist riesig. Einfach riesig. Das hätte keiner von uns gedacht, als wir das letzte Mal hier waren. Die Aufzählung geht noch ein bisschen weiter. 30.000 neue Beamte beim TÜV. Zur Prüfung und Abnahme der Sauerstoffflaschen. 80.000 in der Montage von Sauerstoffsets. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenzahl der letzten 15 Jahre. Ich habe die neuesten Zahlen gerade erhalten. 250.000. Das bedeutet Vollbeschäftigung. Ja. Ah, gleich 19 Uhr Nachrichten. Na, dann wollen wir mal. Danke vielmals. Meine Kollegen und ich sind mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden. Danke. Wir sollten aber nicht vergessen, dass sich uns ein neuer Markt erschlossen hat. Ja, trotzdem. Es hätte auch anders kommen können, wenn Sie nicht die Weichen gestellt hätten. Dafür hat man mich schließlich gewählt. Ja. Die Bürgerinitiative Umarmt die Bäume gewinnt immer mehr an Boden. Einer der Initiatoren, Professor Jorgensen, sagte in einem Interview, die Bürgerinitiative plane ein Volksbegehren. Dieses Volksbegehren soll ein Gesetz zum Schutz der Bäume erzwingen. Wesentliche Punkte des Gesetzes müssen sein: keine Verwendung von Streusalz, keine Asphaltierung in der Nähe von Bäumen, kein Abholzen zur Landgewinnung. Nur so glaubt die Bürgerinitiative, sei der Streik der Bäume zu beenden. Bekanntlich vertritt Professor Jorgensen die These, dass es sich bei der Einstellung der Sauerstoffproduktion um einen Streik handelt. Danke, das reicht. Ja. Ja, in der Tat. Ist das der Jorgensen? Ja, ja. Tja. Wie kann sich ein Wissenschaftler für solchen Unfug hergeben? Er glaubt daran. Ein Wissenschaftler, ich bitte Sie. Erst versagt er bei der Aufgabe, die Ursache für das Verhalten der Bäume zu finden. Und jetzt will er sie durch Umarmung heilen. Der Mann hat einen guten Ruf als Wissenschaftler. Den wird er verlieren. Natürlich hat er Gegner, Kollegen, die sein Verhalten lächerlich finden. Aber es gibt andere, die ihn unterstützen. Ja, ja. Lorenzen, zum Beispiel. Der Lorenzen? Ja, ja. Was veranlasst diese Leute plötzlich nicht mehr rational zu denken? Glaube. Glaube? Als Ersatz für Wissenschaft? Ja. Und sie haben die Jugend hinter sich. Na, die Jugend sicherlich nicht. Den größten Teil. Die Verbindung zur Jugend hat der Sohn von Jorgensen hergestellt. Aha. Er gründet Zellen der Aktion an den Schulen. Mit Erfolg? Mit großem Erfolg. Was sagen die Demoskopen? 80% der Jugendlichen zwischen 14 und 18 unterstützen die Aktion. Und das Überraschende ist, sie sind bereit, aktiv mitzuarbeiten. Und wenn schon, die Jugendlichen können nichts erreichen. Politisch, meine ich. Aber die Eltern können es. Die Eltern leben von dem Boom, der durch den Streik der Bäume ausgelöst wurde. Oder glauben Sie, einer, der jetzt Arbeit gefunden hat, in der Stahlindustrie, in der Montage von Sauerstoffsets oder beim TÜV, würde das wieder aufs Spiel setzen? Nein, 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 nein. Die Eltern bleiben, was sie sind, wohlstandsorientiert. Das neue Sauerstoff-Kompakt-Set SK3. Die Sauerstoffflasche natürlich TÜV geprüft, mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Ihr Luftwart berät Sie. Meine Hörerinnen und Hörer, wir sind heute zu Gast
bei einer der modernsten Lufttankstellen unseres Landes. An 450 Tanksäulen können gleichzeitig 900 Kunden ihre Sauerstoffflaschen auffüllen. Ich frage den Mann, der ständig an dieser Lufttankstelle arbeitet. Was ist das Besondere an dieser neuen Anlage? Das Besondere war die einfache Art, wie man auftankt. Umständliches Aufschrauben der Ventile ist nicht. Bei uns wird das Ventil in die Tanksäule eingeklinkt. Dann dauert die ganze Tankerei höchstens 7 Sekunden. 7 Sekunden? Donnerwetter! Donnerwetter! Wie reagiert der Kunde auf diese Neuerung? Ja, gut natürlich. Besonders die, die immer bis zum letzten Augenblick warten, ehe sie neu tanken. Ah, ja. Denen bleibt jetzt nicht mehr die Luft weg, wenn sie hier zum Tanken kommen. Aha, ja, und kam das häufiger vor? Ja, leider ja. Besonders am Anfang haben viele die Manometeranzeige auf ihren Sauerstoffflaschen nicht beachtet. Die kamen immer erst, wenn die Flaschen schon leer waren. Hat das zu Unfällen geführt? Ja, leider. Wir haben eine ganze Menge Kunden dadurch verloren. Aber jetzt gibt es ja die Sauerstoffsets mit akustischer Warnanlage. Mit so einem Dauerton. Wenn es pfeift, ab an die Säule und tanken. Fabelhaft, fabelhaft. Ja, das, liebe Hörer, war ein weiterer Beitrag aus unserer Reihe Die Welt von heute, die Welt von morgen. Gönnen Sie sich die Luft von weit her, die doch ganz in Ihrer Nähe ist. Tanken Sie einen unbeschwerten sonnigen Tag mit garantiert hohem Sauerstoffgehalt. Tanken Sie Seychellenluft, die mit dem Palmenzweig auf blauem Grund. Und nun der Abendkommentar. Heute von Professor Jorgensen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist mit uns geschehen? Sind wir schon so weit denaturiert, dass wir es als normal empfinden, wenn jede Frau, jeder Mann, jedes Kind mit einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken leben muss? Wenn wir uns Tag für Tag bewegen müssen wie Taucher auf dem Meeresgrund? Wo sind die Proteste der Bevölkerung gegen die Zerstörung der Natur, die unaufhaltsam weitergeht? Wo sind die Politiker, die diesen Streik der Bäume, und um nichts anderes handelt es sich hier, als letzte Warnung erkennen und danach handeln? Es ist kein Trost, dass die Jugend sich solidarisiert und die Aktion Umarmt die Bäume ins Leben gerufen hat. Es ist deshalb kein Trost, weil die Väter und Mütter, vor allem aber die Väter dieser Jugend, alles tun, um diesen Streik der Bäume zu verewigen. Lassen Sie uns endlich umkehren. Lassen Sie uns endlich gemeinsam alles tun, was uns mit der Natur aussöhnt und uns zurückführt zu einem natürlichen Leben. In einer reinen Luft, in der jeder wieder frei atmen kann. Die Frühlingsluft macht frisch und frei. Drum atmen Sie mit SK3. Meine Herren Aktionäre, ich habe das große Vergnügen, Ihnen das beste Ergebnis zu präsentieren, das wir in den letzten 30 Jahren erwirtschaften konnten. Der massive Einstieg in das Luftgeschäft war für unser Unternehmen außerordentlich ertragreich. Die Entscheidung, dabei vorwiegend Südseeluft anzubieten, hat sich als durchschlagender Erfolg erwiesen. Wir haben auf Anhieb einen Marktanteil von 31% erreicht. Die Verwaltung kann Ihnen deshalb eine Dividende in Höhe von 18% vorschlagen. Ein sanfter Duft aus Wind und Wellen, die saubere Luft von den Seychellen. Unsere Sauerstoffsets mit akustischer Warnanlage sind ein grandioser Erfolg. Aber wir brauchen Innovationen, meine Herren, um den Absatz weiter anzukurbeln. Nächstes Jahr bringen wir statt des Dauertons ein Glockenspiel, dann eine Digitalanzeige, kombiniert mit dem Zwitschern einer Nachtigall. Dann einen Sauerstoffschlauch mit Klarinettenmundstück.
Wir müssen kreativ sein, mein Herr. Es darf keinen Stillstand geben. Nur dann werden wir uns an diesem neuen Markt behaupten. Für die Werbung verpflichten wir Benny Goodman. Aus unserem klimageschützten Übertragungswagen sehe ich direkt auf die Ehrentribüne. Und was Sie im Hintergrund aus unseren Lautsprechern hören, meine Damen und Herren, ist die Übertragung des feierlichen Staatsaktes. Es sind nur noch wenige Augenblicke bis zum Stapellauf. Der Ministerpräsident steht auf der Tribüne, um dieses riesige Schiff zu taufen auf den Namen Ozon One. Einmalig. Einmalig, dieses Schiff. Ein imposanter Anblick. Größer als alle Öltanker, die je gebaut wurden. Es wird zukünftig jeweils 280.000 Kubikmeter Luft in der Südsee laden und in 15 Tagen um das Kap der Guten Hoffnung in unsere Häfen bringen. Von dort wird die kostbare Fracht mit speziellen Lufttransportern auf die Lufttankstellen im ganzen... Ah! Der Ministerpräsident geht an den Rand der Tribüne. Er trägt übrigens ein Sauerstoffset in grünem Loden mit Tragriemen aus Hirschleder. Da! Die Sektflasche ist zerschellt. Und der riesige Bug des Schiffes setzt sich langsam in Bewegung. Ozon One, der größte Lufttanker der Welt, gleitet in sein Element. Ein dreimal hoch Ozon One. Hoch, hoch, hoch. Meine Damen und Herren, haben Sie schon einmal überlegt, wie abhängig wir geworden sind? Wie abhängig von der Industrie. Wir bewegen uns. Aber wenn wir uns bewegen, dann mit dem Auto. Wir atmen. Aber wenn wir atmen, dann aus Flaschen, die wir auf dem Rücken tragen. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, bis zum Jahre 1984, das George Orwell beschrieben hat, ist es nur ein winziger Schritt. Aber der große Bruder wird nicht der sein, der uns in jeder Phase unseres Lebens überwacht. Der große Bruder ist dann der, der uns nach Belieben die Luft abdrehen kann, wenn wir nicht nach seiner Pfeife tanzen. Und das, meine Damen und Herren, ist eine weit schrecklichere Zukunftsvision, als Orwell sie beschrieben hat. In dieser Welt ist das Individuum tot. In dieser Welt werden Menschen nur Tanzbären sein. Die tanzen müssen, um atmen zu dürfen. Und den Takt, nach dem getanzt wird, bestimmt einer, der über Luft- und Stahlflaschen verfügt. Vor dieser Welt, meine Damen und Herren, können uns nur die Bäume retten. Nur sie haben die Macht, uns aus der Abhängigkeit von importierter Luft- und Stahlflaschen zu befreien. Natürlich hat auch die Haute Couture auf den neuen Modetrend reagiert. Beige, Orange und Englischrot sind die Modefarben dieses Frühlings für Sauerstoffsets. Die Tragriemen sind vorwiegend aus feinstem Leder, zum Teil mit Spitzenbesatz und Rüschen aus schwarzem Flor. Für kältere Tage werden Sauerstoffsets mit Pelzbesatz angeboten, vorwiegend Zobel und irisch Lamm. Auch Nerz ist wieder im Kommen, wie mir ein führender Modemacher versicherte. Die Sensation jedoch ist ein Sauerstoffset in Goldlamé mit surrealistischen Motiven von Salvatore Dalí. Ein Entwurf für die große Oper oder für Empfänge bei Staatspräsidenten und Königen. Ich will Ihnen heute eine Geschichte erzählen, meine Hörerinnen und Hörer, wie man den Bäumen in diesem Land mitgespielt hat. Und ich glaube, die Geschichte ist beispielhaft für viele ähnliche Fälle. Vor dem Haus, in dem ich nach dem Kriege wohnte, stand eine Buche. Sie stand auf einem freien Platz, umringt von Häusern. Ihr Stamm hatte einen Durchmesser von ungefähr 3 Metern. 4 Mann mussten sich an den Händen fassen, um den Umfang des Stammes zu messen. Diese Buche war ein Treffpunkt.
Und sie war Spielplatz. Die Kinder kletterten darin herum, bauten Baumhöhlen, spielten unter ihren weit ausladenden Zweigen. Der Platz unter der Buche war mit roten Ziegelsteinen gepflastert. Die Zwischenräume des Pflasters ließen genug Luft und Wasser durch für die Wurzeln des Baumes. Eines Tages wurde dieser Platz asphaltiert. Das war der Tod der Buche. Die Blätter wurden welk, das Frühling nicht mehr grün. Die Zweige ragten kahl und schwarz in den Himmel, im Sommer wie im Winter. Heute ist da, wo die Buche stand, ein Parkplatz. Danke, das reicht. Ja. Herr Ministerpräsident, dieser Jürgensen vergisst doch total, was wir dem Auto verdanken. Mit der Autoindustrie kam doch erst der wirtschaftliche Aufschwung. Und Autos kann man nun mal nicht auf Bäumen parken. Ja. Wo sind die Wissenschaftler, die das einmal in aller Deutlichkeit sagen? Wo ist der Dichter, der endlich die Verdienste der Autoindustrie beim wirtschaftlichen Aufbau unseres Landes beschreibt? Die Industrie ist keineswegs glücklich über die Aktion »Umarmt die Bäume«. Harmlos, vorwiegend Jugendliche. Wir sind der anderer Meinung. Allerdings. Die Aktion übt massive Kritik an der Industrie. Angeblich verhindern wir eine Einigung mit den Bäumen. Solchen Unsinn halten Sie für gefährlich? Allerdings. Die Regierung kann nichts dagegen tun. Wir leben in einem freien Land. Hier kann jeder sagen, was er will. Außerdem können Sie sich doch wehren. Die Presse gehört Ihnen. Die freie Presse ist auf unserer Seite. Davon rede ich nicht. Rundfunk und Fernsehen hingegen übernehmen die Kritik der Aktion. Und da haben Sie Einfluss, nicht wir. Nochmals, wir sind ein freies Land. Ein freies Land, in dem man nicht frei atmen kann. Vergessen Sie bitte nicht, dass es die Industrie war, die geholfen hat, die Sauerstoffkrise zu meistern. Ja, mit glänzenden Profiten. Mit gewaltigen Investitionen und der Schaffung hunderttausender neuer Arbeitsplätze. Leider kommt das in der öffentlichen Diskussion nur selten zum Ausdruck. In der von Ihnen kontrollierten Presse lese ich ständig davon. Aber Sie hören und sehen nichts davon in Rundfunk und Fernsehen. Man sollte nicht übersehen, dass die freien Unternehmer nicht ständig auf sich herumtrampeln lassen. Was würde wohl geschehen, wenn die Produktion von Sauerstoffflaschen gedrosselt würde? Wie bitte? Wenn der Import reiner Luft zurückginge. Wenn also die Nachfrage größer wäre als das Angebot. Soll ich das als Drohung der Industrie verstehen? Nein, nein, keineswegs. Aber Sie müssen den Unternehmern die gleichen Empfindlichkeiten zugestehen wie den Bäumen. Wenn man uns zu sehr belastet, könnte es auch uns zu viel werden. Und dann streiken wir. Herr Ministerpräsident, die Gewerkschaften sind besorgt. Bei den Lohnsteigerungen? Bei fast erreichter Vollbeschäftigung? Kaum zu glauben. Die Aktion umarmt die Bäume, stört den sozialen Frieden. Eigenartig. Das sagen die Unternehmer auch. Die Arbeiter werden nicht zulassen, dass durch diese Aktion Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Regierung hat nicht die Macht, diese Aktion zu verbieten. Es gibt kein Gesetz, das den Bürgern verbietet, Bäume zu umarmen. Dann muss dieses Gesetz geschaffen werden. Ist das Ihr Ernst? Ja. Der wirtschaftliche Aufschwung muss in Ruhe vonstatten gehen. Es darf keinen Zweifel daran geben, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Sie verlangen einen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Bürger. Hier geht es um das Gesamtwohl. Und das muss Vorrang haben vor den Fantastereien von Einzelnen. Ja, so fängt es immer an. Das Gesamtwohl erfordert und so weiter und so weiter. Wollen Sie das? Wollen Sie das wirklich? Jawohl. Herr Professor Jürgensen, Sie haben Ihr Amt zu Auftritten in Radio und Fernsehen missbraucht. Das ist ein unerhörter Vorgang. Ich habe die Öffentlichkeit informiert. Das hat bereits der Ministerpräsident getan. Ich habe hinzugefügt, was mir wichtig erschien. Herr Professor, ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, dass Sie als Beamter an die Weisungen Ihrer Vorgesetzten gebunden sind. Wer, wann, wo und worüber die Öffentlichkeit informiert, entscheidet die politische Führung. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren. Und wir haben das Beamtenrecht. Und das aus gutem Grund. Ich fühle mich meinen Mitbürgern verantwortlich. Aber Sie sind mir verantwortlich. Wollen Sie verhindern, dass wir jede Chance nutzen, mit den Bäumen ins Reine zu kommen? Dass wir versuchen, diesen Streik zu beenden? Wollen Sie mit Ihren Thesen den wirtschaftlichen Aufschwung gefährden, der gerade eingesetzt hat? Ich sehe den Zusammenhang nicht. Das ist ja gerade Ihr Fehler.
mit Ihrem Status als führender Mitarbeiter des Ministeriums für Umweltfragen ist es jedenfalls nicht vereinbar, dass Sie sich für die Aktion Umarmt die Bäume einsetzen. Damit machen Sie die Arbeit des Ministeriums lächerlich, das dulde ich nicht. Das Ministerium täte gut daran, die Aktion zu unterstützen. Ich bin kein Traumtänzer, Herr Professor. Ich bin Realpolitiker. Wenn ich etwas unterstütze, dann muss es wissenschaftlich fundiert sein. Herr Minister, ich habe nicht die Absicht, meine Mitarbeit in der Aktion Umarmt die Bäume einzustellen. Und ich lasse mir auch keinen Maulkorb umhängen. Herr Professor, dann muss ich Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass ich ein Disziplinarverfahren gegen Sie einleite. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens sind Sie beurlaubt. Umarmen Sie Ihre Bäume. Sie werden es möglicherweise seltsam finden, Herr Ministerpräsident, wenn Unternehmer und Gewerkschaften Arm in Arm bei Ihnen erscheinen. Aber die Sorge um unsere Wirtschaft hat uns zu diesem gemeinsamen Schritt veranlasst. Wir sitzen im gleichen Boot. Wenn es den Unternehmern gut geht, geht es auch den Arbeitern gut. Oh ja. Mehren sich die Gerüchte, dass die Bäume in Kürze ihren Streik beenden werden. Wir halten es für die Pflicht der Regierung, diesen Gerüchten entgegenzutreten. Aber ich bitte Sie, meine Herren, die Regierung kann doch nichts gegen Gerüchte unternehmen. Die sind so unausrottbar wie das Unkraut, das ja neuerdings nur noch Kraut heißt. Diese Gerüchte verunsichern die Unternehmer, verzögern und verhindern Investitionen. Sie gefährden also das Wachstum unserer Wirtschaft. Und damit natürlich auch die Arbeitsplätze. Wir, das heißt die Spitzengremien von Industrie und Gewerkschaften, sind uns darin einig, dass es weiter aufwärts gehen muss. Wir brauchen das Wachstum. Darin stimme ich Ihnen zu. Obgleich bekanntlich auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir sind der Meinung, dass die Regierung ein Zeichen setzen sollte. Ein Zeichen, das die Unsicherheit der Unternehmer beendet. Die Gewerkschaften schließen sich dieser Meinung an. Sie haben sicher eine Vorstellung, wie dieses Zeichen aussehen sollte. Natürlich. Die Unternehmer haben bewiesen, dass sie zuverlässige Lieferanten von Atemluft sind. Und für die Zukunft brauchen wir klare Orientierungsdaten. Die Gewerkschaften schließen sich dieser Forderung an. Meine Damen und Herren Minister, die Aktion Umarmt die Bäume behauptet, erste Erfolge erzielt zu haben. Der Minister für Umweltfragen hat diese Meldung von seinen Fachleuten prüfen lassen. Sie entspricht den Tatsachen. Die Bäume beginnen tatsächlich wieder mit der Produktion von Sauerstoff. Jedenfalls die, die von den Mitgliedern der Aktion umarmt wurden. Gott sei Dank. Dann werde ich endlich diesen Rucksack los. Ich glaube, Frau Kollegin, dass Euphorie nicht am Platze ist. Wir haben in der letzten Zeit viele gute Nachrichten gehört. Aber diese ist mit Abstand die beste. Die beste? Ja, die beste. Endlich wieder frei atmen. Ja, 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 ja. Endlich wieder ohne diese Flasche auf dem Rücken spazieren gehen. Ja, dieser guten Nachricht, wie Sie es nennen, werden mit Sicherheit viele schlechte Folgen. Sie meinen die Industrie? Ich meine die Arbeitsplätze, die Vollbeschäftigung. Der Markt ist frei. Wenn kein Bedarf mehr besteht für ein bestimmtes Produkt, muss die Industrie sich darauf einstellen. Hier geht es darum, dass ein Markt verschwindet, für den Hunderttausende arbeiten. Aber Herr Ministerpräsident, es wird doch niemanden in diesem Kreis geben, der an Maßnahmen denkt, diesen Markt zu erhalten. Zur Freiheit des Menschen gehört, dass er frei atmen kann. Das ist eine der Grundlagen dessen, was ich unter Wohlstand verstehe. Frische Luft, die nicht von der Industrie in Flaschen abgefüllt und verkauft wird. Ich darf Ihnen vielleicht mit einigen Zahlen belegen, was uns Ihre frische Luft kosten würde. Stahlindustrie minus 350.000 Arbeitsplätze. Werften 100.000 in Gefahr, mindestens 50.000 minus. TÜV 30.000 minus. Transport und Vertrieb der Luft ca. 100.000 minus. Montage von Sauerstoffsets 80.000 minus. Zulieferindustrie ca. 100.000 minus. Die Hochrechnung ergibt somit einen Verlust von mindestens 800.000 Arbeitsplätzen. Na und? Ich halte es keineswegs für angemessen, dass Sie auf den drohenden Verlust von 800.000 Arbeitsplätzen mit einem Na und reagieren. Aber die hatten wir doch vorher auch nicht. Nein, aber wir hatten die Probleme. Nullwachstum, Wohlstand in Gefahr, Arbeitslosenquote 5,3%. Ist Ihnen klar, dass es unserem Volk noch nie so gut ging wie heute? Dass unsere Wachstumsrate die höchste aller Industrienationen ist? Dass diese Rate in der Welt nur von einigen Ölländern übertroffen wird? Ich kenne diese Zahlen. Aber sind diese Zahlen überhaupt eine Diskussion wert, wenn es darum geht, wieder frei zu atmen? Was sind das für Wertvorstellungen? Es sind die Wertvorstellungen dieser Regierung.
die einen Eid darauf geleistet hat, den Nutzen unseres Volkes zu mehren. Ist Nutzen gleich Wohlstand? Materieller Wohlstand? Ja, Frau Kollegin, hier stehen sich zweifellos zwei Grundwerte gegenüber. Für mich gibt es jedoch keinen Zweifel, Herr Kollege, dass Vollbeschäftigung und industrielles Wachstum den höheren Wert hat. Das sagen Sie, ein Liberaler? Das sage ich und das sagen die Wähler, die ich vertrete. Die Bäume produzieren wieder gut. Aber wer gibt uns die Garantie, dass Sie nicht morgen die Sauerstoffproduktion wieder einstellen? Wollen Sie unseren Wohlstand von den Launen der Bäume abhängig machen? Die Wirtschaft braucht langfristig verlässliche Daten, nur dann wird sie investieren. Und es ist Aufgabe der Regierung, diese Daten zu liefern. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer. Ich glaube, ich auch. Wenn Sie dieser Meinung sind, Frau Kollegin, Herr Kollege, haben Sie jederzeit die Freiheit, aus diesem Dampfer auszusteigen. Und jetzt bitte ich um Diskussion der Maßnahmen, die ich im Interesse unserer wirtschaftlichen Entwicklung für unbedingt erforderlich halte. Herr Ministerpräsident? Ja? Es gibt leider nichts Neues. Nichts Neues? Nichts Neues. Ja, also wenn es nichts Neues gibt, dann werde ich die Erklärung über Radio und Fernsehen wohl abgeben müssen. Ja. Wir können, Herr Ministerpräsident. Ja, ja, bitte. Achtung, Kamera ab, Ton ab. Erklärung des Ministerpräsidenten, die erste. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Sie alle wissen, dass unser Land in den vergangenen Monaten einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat. Dieser Aufschwung ist nur zu vergleichen mit dem zu Beginn der 50er Jahre. Zum ersten Mal seit Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen auf durchschnittlich 250.000 gesunken. Das sind weniger als 1,5% Erwerbslose. Damit stehen wir in der Welt einsam an der Spitze. Dieser niedrige Wert bedeutet praktisch Vollbeschäftigung. Sie alle wissen, wodurch dieser beispiellose Aufschwung verursacht wurde. Sie kennen die Impulse, denen wir die Vollbeschäftigung verdanken. Ich brauche Ihnen das nicht näher zu erläutern. Um diese Vollbeschäftigung weiter zu garantieren, musste sich die Regierung zu einer Entscheidung durchringen, die sicher nicht den Beifall aller finden wird, die aber im nationalen Interesse getroffen werden musste. Wenn es um Vollbeschäftigung geht, darf man nicht sentimental sein, hat der Oppositionsführer einmal gesagt. Ich kann dieser Aussage nur beipflichten. Auch ich kenne die Gedichte und Lieder, die unseren Wald besingen. Auch ich bin in diesen Wäldern gewandert und habe im Schatten der Bäume ausgeruht. Gleich sinkt der Hoch auf dem gelben Wagen. Hier geht es um die Sicherheit der Arbeitsplätze, um die Stabilisierung unserer Wirtschaft und damit um die Sicherung unseres Wohlstandes. Da darf man in der Tat nicht sentimental sein. Aha, jetzt kommt es. Ich bitte deshalb um Verständnis für diese Entscheidung, die, ich betone das, im Interesse unseres gesamten Volkes notwendig ist. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, morgen früh wird damit begonnen, alle Bäume in diesem Land zu fällen. Was? Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Das ist doch Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Nein. Nein, es ist logisch. Der geht in die Geschichte ein. Als der Massenmörder der Bäume. Er fällt die Bäume, um die heilige Kuh nicht schlachten zu müssen. Die Vollbeschäftigung. Wer die erreicht, geht in die Geschichte ein. Als einer der ganz Großen. Wir werden eine Wüste sein. Eine Asphaltwüste von Nord bis Süd. Von Ost bis West. Aber die Wirtschaft floriert. Und wir alle tragen weiter unseren Sauerstoffvorrat auf dem Rücken und können weiterhin frei wählen. Zwischen der Seeluft aus Hawaii und der Bergluft aus Tibet. Und die Luftimporteure bestimmen den Preis. Und wer den Preis nicht zahlen kann, krepiert. Auch eine Form der Auslese. Nach dem Inhalt des Portemonnaies. Tja, mein Junge. Umarmt die Bäume. Ende, mein Sohn. Ab morgen gibt es nichts mehr zu umarmen.
Ich möchte Sie im Namen der Industrie zu Ihrer mutigen Entscheidung beglückwünschen, Herr Ministerpräsident. Sie haben sich um unser Volk verdient gemacht. Ja. Ich hoffe, das ist kein Nachruf, was Sie da sagen, Herr Ministerpräsident. Aber nein, nein. Wir wünschen Ihnen noch viele Jahre nutzbringender Tätigkeit. Zum Wohle unseres Volkes. Danke. Die Gewerkschaften schließen sich diesem Wunsch an. Sie haben mit Ihrer Entscheidung nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern weitere geschaffen. Allein 30.000 in der Motorsägen- und Kranindustrie. Dazu rund 20.000 in der Holzwirtschaft. Danke, meine Herren, danke. Und nicht nur dort, Herr Ministerpräsident. Die Sonnenschirm- und Markisenindustrie erwartet einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage. Sie schätzt, dass sie 30.000 neue Arbeitsplätze schaffen kann. Es wurde auch bereits eine Gesellschaft zur Vermietung von Schatten gegründet. Sie sehen, die Unternehmer reagieren prompt, wenn die Orientierungsdaten stimmen. Wir können endlich wieder voll Optimismus in die Zukunft sehen. Ich habe nur meine Pflicht getan, meine Herren. Jeder andere an meiner Stelle hätte genauso gehandelt. Nein, Herr Ministerpräsident, da sind Sie wirklich zu bescheiden. In einer Zeit des Protestes der Bürgerinitiativen und der Verteufelung der Industrie brauchte es schon einen Mann wie Sie, der den Mut hat, die Interessen des Volkes richtig zu beurteilen. Ja. Wir von der Industrie wissen das zu schätzen. Und die Gewerkschaften sicherlich auch? Voll und ganz. Herr Ministerpräsident, voll und ganz. Heute liegt was in der Luft, ein Hörspiel von Jürgen Runau.